Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich bin ein großer Freund davon, Sachen möglichst einfach zu erklären. Was wir jetzt hier beschließen, ist quasi ein Update der Verträge der Abwasserentsorgung in Dresden. Und um es jetzt ganz simpel zu sagen, warum ist das notwendig? Es wurde ja schon angesprochen, hier Lieferketten und teure Preise und so und insbesondere auch der notwendige Ausbau für die neuen Industrien, die wir um den Flughafen herum bekommen. Dieses Update ist im Wesentlichen dazu da, dass in den nächsten 10, 15 Jahren die Stadtentwässerung ihren Job machen kann und zumindest mal, sag ich mal, von alleine läuft. Ja, es sind nämlich wegen der Ansiedlung, auch wegen dem Stand, aber insbesondere auch wegen der Ansiedlung, sind in Größenordnung Investitionen in das Abwassernetz notwendig. Also wir müssen investieren und davon kaufen wir dann, ich nenne es mal Produktionsmittel, also Leitungen und Abwasserfilteranlagen und sowas. Und das bewirtschaftet dann die Stadtentwässerung für 15, 20 Jahre und erwirtschaftet Erträge. Und diese Erträge sind immerhin so, dass sie A, noch einigermaßen im Rahmen sind, erstmal in den nächsten Jahren nicht steigen und dann auch nicht, sage ich mal, explodieren. Und B, dass die Summe der Erträge am Ende nach einer gewissen Zeit höher ist als das, was wir am Anfang eingesetzt haben. Also das Ganze ist mehr oder weniger eine rentierliche Angelegenheit und durch dieses Update der Verträge wird hier sozusagen ein Baustein dazu gelegt. Warum erzähle ich das? Weil der Punkt ist, dass trotz oder vielleicht auch wegen der neuen Industrien, die oben am Flughafen entstehen, die Stadtentwässerung aus sich heraus, dieser Kreislauf, wirtschaftliche 1x1, funktioniert. Ja, die Stadtentwässerung muss investieren, sie kauft oder baut Produktionsmittel, sie hat Erträge, am Ende amortisiert sich das Ganze. So, das klappt bei der Stadtentwässerung und warum erzähle ich das? Und vielleicht ist das auch das, wo der Herr Wirz eben drauf hinaus wollte, weil sozusagen das bei der Stadtentwässerung klappt, das ist gut, deswegen werde ich da auch heute zustimmen, Dissidenten werden auch zustimmen, aber in der Zukunft kommen Sachen, da klappt es eben nicht. So, und es ist Aufgabe des Stadtrats zu gucken, dass die städtischen Unternehmen zumindest mal nicht defizitär arbeiten und darauf wollte ich heute schon mal hinweisen, wie gesagt, Abwasser heute, update Verträge, ist eine runde Sache, werden wir zustimmen und dann werden wir gucken, wie es dann in den nächsten Monaten weitergeht. Dankeschön.